Hallo, mein Name ist Marco Schneider von schiesskurs.ch. Thema Griffarten. Es gibt verschiedene Konzepte, Prinzipien oder Ideologien, wenn ich eine Pistole halten soll. Ich zeige euch jetzt die ich unterrichte. Und zwar nennt sich die Thumb Forward Grip. Das bedeutet, wenn ich die Waffe in der Hand habe, dass auf der Supportseite beide Daumen nach vorne zeigen. Pistolenhand. Achtet darauf, dass ihr die so hoch wie möglich hebt. Also das fängt schon an beim Ziehen aus dem Holster, dass ihr die wirklich sehr, sehr hoch hebt und dass euch ein Mittelfinger unten am Abzugsbügel wirklich satt dran liegt. Auf der anderen Seite mache ich dann Platz, damit ich meine Supporthand hier reinbringe, dass die Handballe an den Pistolengriff herkommt und ist, dass auch wirklich die beiden nahtlos aneinander anführen. Unten dran schauen wir, dass die vier Finger bzw. der Zeigefinger wirklich am Abzugsbügel ist. Es gibt solche, die ihn da vorne haben. Ich empfehle das nicht als Anfänger. Hebt die Waffe wirklich wie einen Schraubstock hin, den Thumb Forward Griff, Daumen Forward Griff. Hebt die Waffe so fest, wie es geht. Eure Finger sollten da richtig rot und weiß werden vor dem Druck. Dann macht ihr das definitiv richtig.